Stehen Deutschland stürmische Zeiten bevor mit Wahlen, die die Große Koalition schnell beenden könnten, mit außenpolitischen Krisen, die Sorgen machen und mit Wirtschaftsdaten, die schon mal besser waren? Ist Kanzlerin Angela Merkel am Ende des Jahres noch Kanzlerin und ist die SPD-Chefin Andrea Nahles Ende des Jahres noch SPD-Chefin? Solche Fragen können nur Politiker beantworten, die das offene Wort nicht scheuen. Zwei davon sind heute meine Gäste. Das Thema bei Sandra Maischberger. Wohin steuert Deutschland? Unsere Gäste sind zwei der profiliertesten Köpfe der beiden Volksparteien SPD und CDU. Politisch hochbegabt, brillante Redner, leidenschaftlich im Streit, oft polarisierend. Beide waren etwa zur gleichen Zeit Ministerpräsidenten und beide galten lange als klare Kandidaten für das Kanzleramt. Sigmar Gabriel und Roland Koch. Wie, hat nicht ganz geklappt mit dem Kanzleramt, aber bei beiden nicht. Wollten Sie denn Kanzler werden, Herr Gabriel? Ach, bestimmt mal zwischendurch, ja. Ja, Sie auch? Ja, am Anfang der Zeit als Ministerpräsident ist es sicherlich auch in meinem Kopf rumgespuckt. Nicht sehr lange, dafür haben auch hessische Verhältnisse ein bisschen gesorgt. Aber wer in der Politik so engagiert ist, denke ich, wie wir beide auch waren, der wird nichts ausschließen am Anfang seiner Zeit, wohl wissend, dass die Pyramide am Ende ziemlich spitz ist. Herr Gabriel, was Sie eint, Sie sind ein Jahr voneinander entfernt, also Sie sind der Jüngere um ein Jahr und Sie sind beide in die Politik gegangen, vor dem Abitur noch. Das heißt, Sie waren beide bei den Jugendorganisationen der Parteien. Waren Sie trotzdem politisch, würden Sie sagen, in wirklich weit entfernten unterschiedlichen Welten? Ich würde sagen, ja, aber ich weiß nicht, wie das damals bei Roland Koch gewesen ist, aber ich glaube, wir haben in unterschiedlichen Welten gelebt, familiär, regional, biografisch, politisch. Ich glaube, das schon große Unterschiede gegeben hat. Aber der Ehrgeiz war offensichtlich der gleiche. Wenn man vor dem Abitur in eine Partei tritt, dann will man was, oder? Naja, Ehrgeiz ist ja ein kompliziertes Wort dabei. Es ist ja zunächst mal so eine Neigung zu verspüren, sich zu engagieren. Also mein politisches Engagement, abgesehen davon, dass ich aus einem Elternhaus komme, in dem eben der Vater auch Politiker war, aber mein Engagement ist eigentlich aus der Rolle des Klassensprechers gekommen. Also ich bin relativ bald Schulsprecher geworden und mir hat das einen unheimlichen Spaß gemacht. Ich wollte diese Art von Diskussion und dann habe ich die Junge Union beobachtet und da ging es eigentlich auch ganz lustig zu und dann habe ich eben einen Verband gegründet und ja, dann fing es an. Da war mit Ehrgeiz nichts, das war einfach sozusagen zunächst mal sich beteiligen wollen, sich einbringen wollen, auch ein Stück sozusagen Meinungsbildung durch eigenes Reiben zu haben. Und daraus ist dann am Ende ein politischer Weg geworden, der natürlich all diese Elemente von Ehrgeiz und Karriere enthalten muss. Sonst hätte man so ein verrücktes Leben nicht so lange geführt. Klassensprecher waren Sie nicht, oder? Nein, das ist nicht so. So was Hierarchisches hätten wir nicht gewollt, sondern wir haben natürlich damals ein Kollektiv gegründet. Aber ich bin anders zur Politik gekommen. Ich bin auch nicht zuerst in die SPD gegangen, sondern ich bin in so einem ganz traditionellen Jugendverband in Falken groß geworden. Die Jusos, da habe ich mal reingeguckt, die lasen da Karl Marx, habe ich nichts verstanden, habe ich gesagt, gehst wieder weg. Und die Falken machten so Zeltlager, internationale Jugendbegegnungen. Und wir trafen spanische Jugendliche, spanische Jungsozialisten, die waren noch verboten in der Folge Francos und sammelten in Deutschland Geld, um sich eine Druckmaschine kaufen zu können, um in der Illegalität Flugblätter gegen die Franco-Diktatur zu drucken. Und das organisierten Sozialdemokraten. Und darüber bin ich eigentlich, weil ich das spannend fand, über so praktische Politik und Zusammenarbeit, so bin ich eigentlich in den Jugendverband gekommen und später, erst viel später in die SPD. So, wir wollen aber trotzdem jetzt noch mal einen Blick in die Zeit werfen, wo Sie beide ja 1999 Ministerpräsidenten wurden und es gibt eine wunderbare Fernsehaufnahme. Es ist der Bundestagswahlkampf 2002. Gerhard Schröder hat gerade 4 Jahre regiert, davor hat Helmut Kohl 16 Jahre regiert und die beiden Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Hessen treffen im Streitgespräch aufeinander. Die hätten doch 16 Jahre zeigen können, was sie können. Ja, das waren ja auch tolle Jahre. Sie haben 16 Jahre lang die Arbeitslosigkeit auf 4,3 Millionen in der Spitze, 4,4 Millionen getrieben. Sie haben 16 Jahre lang nichts auf den Weg gebracht, wie Hartz es mit seiner Kommission jetzt nach 3,5 Jahren tut. Wenn Sie 500.000 Leute sagen, weniger Arbeitslosigkeit, dann muss jeder in der Bundesrepublik Deutschland wissen, mehr als 600.000 Menschen sind aus der Erwerbsfähigkeit in der Bundesrepublik Deutschland in der gleichen Zeit verschwunden. 1,2 Millionen Erwerbstätige mehr im gleichen Zeitraum. Sie beschwindeln doch die Leute. Warum sagen denn 80% der Deutschen, die sozialen Differenzen in Deutschland sind in den letzten 4 Jahren schlechter geworden? Sind die alle dumm oder alle nur CDU-Wähler oder was? Oder haben Sie vielleicht ein Problem? Sie sind ein wirklicher Maul. Ja, das muss ich Ihnen sagen. Mehr kriegen Sie ja, dann Sie auch.
Sie sind ein wirklicher Maulhelter, Gabriel. Das nehme ich mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück. Das ist schade. Nein, das ist schade, aber das sieht jetzt so aus, als ob Sie einigermaßen erbitterte politische Gegner waren. War das so? Ich habe es nicht so in Erinnerung. Ich glaube, dass wir schon die harte Auseinandersetzung gesucht haben, auch sehr bewusst gesucht haben. Wir können beide sagen, unseren persönlichen Respekt hat das nie reduziert. Und wir waren ja auch in Situationen, beide in Ämtern zu sein, in denen die wechselseitige Verlässlichkeit zum Beruf gehört hat. Und die war auch auf einer sehr menschlichen Basis immer gegeben. Aber ich glaube, wir waren auch beide mit dieser Aufbolderei, die dann uns gelegentlich zugegeben wurde, die hat ja auch ein Stück eine Funktion. Und ich bin durchaus der Meinung, dass es das heute manchmal zu selten gibt. Das ist mir viel zu sanft. Das war der Mann, der jetzt da sitzt und sagt, wir haben uns respektiert, der 1999 Hans Eichel mit der Kampagne zur doppelten Staatsbürgerschaft aus dem Amt gejagt hat in Hessen. War der für Sie ein rotes Tuch? Weil der galt ja als Hardliner innerhalb der CDU. Wenn, dann war er ein schwarzes Tuch. Ja, meine ich. Also wir haben natürlich erbittert gerade über diese Frage gestritten. Aber ich erzähle eine Geschichte, die belegt, dass er... der Roland Koch recht hat, was das Thema Respekt angeht. Ich habe dann 2002, 2003 ja in diesem Bundestagswahlkampf mein Amt als Ministerpräsident verloren. Mhm. Und man macht ganz interessante Erfahrungen, wenn man so ein Amt verliert. Ein alter Landrat hat mir immer gesagt, pass auf Junge, da hast du ganz weite Hosenbeine, weil keiner mehr dran raufkrabbelt. Und dann gibt's war auch so. Zwei Jahre war das erstmal so eine Phase, bis Sie dann Bundesminister. Ja, aber ich kriegte Briefe, es meldeten sich Leute. Mhm. Roland Koch war einer davon. Der schrieb einen Brief, in dem schrieb er, also war eine gute Zusammenarbeit, vor allen Dingen, dass man sich habe aufeinander verlassen können. Was man miteinander verabredet habe, habe gegolten. Den Brief habe ich mir aufgehoben. Ich habe noch ein paar andere bekommen, die waren alle von CDU-Ministerpräsidenten. Ich habe übrigens keinen von meinen SPD-Kollegen bekommen. Okay. Das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die man da miteinander macht. Also wir haben schon gestritten. Wir haben zum Beispiel im Bundesrat auch Dinge miteinander verabredet. Ich war eine Zeit lang Vorsitzender Vermittlungsausschusses. Also haben auch schon Dinge gemeinsam. So politisch aber war er der auf der anderen Seite und er war ein Hardliner und er hat sie einen Maulhelden genannt. Das ist jetzt nicht besonders freundlich, ne? War er der größere Maulheld zu der Zeit, Ihrer Meinung nach? Ach, naja, das war ein fairer Wettbewerb. Also das ist aus meiner Sicht auch okay. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass in der politischen Diskussion die Frage eine Rolle spielt, ob es einem gelingt, unter zumutbaren Bedingungen zuzuspitzen, ohne dass daraus sozusagen unter denen, die diese Rolle auch haben, an der Willensbildung mitzuwirken, das total ins Persönliche übertragen. Okay. Und ich meine, dass das relativ häufig gelungen ist, wesentlich öfter, als man es einschätzt. Und insofern glaube ich, man kann diese beiden Rollen haben. Aber er ist natürlich schon eine der Lautsprechermaschinen gewesen. Das hat seiner Partei viel gedient, hat ihm auch manchmal geschadet. Das wird für mich auch so gelten. Und dann ist auch gut so. War er ein Populist? Ein Populist? Herr Gabriel? Ah, das ist ja schwierig. Der Begriff ist heute sehr politisch verortet. Also heute ist der Populist sozusagen eine klare Figur, die eigentlich demokratische Grundregeln nicht mehr akzeptiert. War er versucht, populäre Sprüche zu machen, um Menschen hinter sich zu versammeln? Ja. Eindeutig ja. War Roland Koch ein Populist mit seiner Doppelstaatsbürgerschaft-Kampagne, wo man ja gehört hat, da sind die Menschen zwar hätten unterschreiben sollen gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, sind aber hingegangen und haben gesagt, kann man hier gegen Ausländer unterschreiben. Ah, ja, das war ja auch nicht ganz so, aber gut. Ich glaube, dass das eine in der Tat populistische Kampagne war. Das war so. Was ist Populismus? Das ist das Spiel mit dem Ressentiment. Mhm. Populär sein ist was anderes. Das wollen alle Politiker. Verstanden werden, Beifall bekommen, das wollen wir. Aber die Grenze ist da, wo sie beginnen, mit dem Ressentiment zu spielen. Es gibt wahrscheinlich auch Fälle, in denen, wenn Sie genau hingucken, Sie bei mir Sachen finden werden, wo Sie sagen, also ganz aufklärerisch warst du da vielleicht auch nicht unterwegs. Aber diese Kampagne damals fand ich sehr mit dem Ressentiment gegen Ausländer gerichtet. Und so ist sie auch verstanden worden. Und deshalb war sie auch erfolgreich? Naja, manchmal ist Populismus auch erfolgreich. Naja, gut, und man muss ja sagen, auch in den damaligen Zeiten waren wir schon immer an diesem Grenzbereich. Wenn Menschen den Eindruck haben, dass bestimmte Dinge nicht mehr erörtert werden können, weil sie eben gefährliche Themen sind, dann hat das auch Folgen. Und die Frage, die ja durch Grün-Rot damals die Regierungskoalition aufkam, will man in diesem Land eine doppelte Staatsbürgerschaft? Und man kann auch sehr wohl der Meinung sein, dass doppelte Staatsbürgerschaft kein geeignetes Integrationsinstrument ist. Kann man das noch diskutieren oder nicht? Und ich finde, dass wir das am Ende durchaus verantwortlich getan haben. 3 Jahre später hat die türkische Regierung meiner damaligen Landesregierung einen Integrationspreis verliehen. Wäre heute auch ein kompliziertes Bild, aber war damals durchaus für mich eine Bestätigung, dass man die Balance halten kann.
Ich weiß, dass es andere anders gesehen haben. Sie haben es anders gesehen. Aber ich habe sehr bewusst entschieden. Viele haben es anders gesehen. Wir wollen die Frage des Populismus tatsächlich heute noch mal stellen, beziehungsweise die Frage stellen, wer sie heute diesen Vorwurf aufsetzt. Es gab jetzt einen SPD-Politiker, einen jungen Sozialisten, der gerade diesen Vorwurf gemacht bekommt. Er hätte jetzt Populistisches gesagt. Seit letzter Woche tobt ein Streit um Kevin Kühnert. In einem Interview mit der Zeit provozierte der Juso-Chef mit sozialistischen Ideen. Zum Beispiel lehnt er das Geschäftsmodell ab, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Jeder sollte maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Unternehmen wie BMW sollten nicht einem kapitalistischen Eigentümer, sondern einem Kollektiv der Beschäftigten gehören. Denn ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar. Ähnlich klassenkämpferisch klingt die Rede eines anderen SPD-Politikers. Kapitalistische Wirtschaftspolitik ist und bleibt menschenverachtend. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Genossinnen und Genossen, wir stehen mittendrin in diesem Abwehrkampf, um uns das Tor zu einer sozialistischen Gesellschaft offen zu halten. So sprach 1985 der Braunschweiger Bezirksvorsitzende der Falken der sozialistischen Jugend Deutschlands. Sein Name Sigmar Gabriel. Sie nicken so schicksalsergeben. Nee. Ich habe es auch noch mal hier tatsächlich. Ich meine, so weit ist das nicht von Kühnert entfernt, nicht wahr? Nee, also ich würde auch nicht. Ich würde auch nicht Kevin Kühnert vorwerfen, wenn er sozialistische Reden hält. Was Sie bei mir nicht finden werden, sind Forderungen. Sie haben gesagt, er redet wie Trump. In diesem Falle haben Sie gesagt, wenn Sie es zitieren, müssen Sie es richtig zitieren. Ich habe gesagt, wenn jemand mit dem Ressentiment spielt, wenn ihm die Fakten und die Empirie egal ist, wenn er bewusst gegen die eigene Partei vorgeht, dann ist das die Methode Trump. Ich habe gesagt, damit darf man aber weder Kevin Kühnert mit Trump vergleichen, noch Trump die Ehre tun, ihn so klein zu machen. Mhm. Aber es geht mir um das Thema Ressentiment. Wenn wir beginnen, Politik, und der ist nicht wie ich damals Mitte 20, der ist 30, der erhebt den Anspruch, den ich damals nicht hatte, die SPD zu führen. Wenn Sie das machen mit sozusagen ressentimentgeladener Politik, wenn Sie Rückgriff nehmen, auch von links, auf den Nationalstaat, dann führen Sie Leute in die Irre. Die Forderung nach Vergesellschaftung von Produktionsmitteln ist eine Forderung des 19. und 20. Jahrhunderts, die ein nationalstaatliches Instrument war, die übrigens immer in Unfreiheit geendet haben. Da, wo sie ausprobiert wurden, haben sie dem internationalen Wettbewerb deutlich weniger standgehalten. Die Leute wurden arm und unfrei. Wer heute Menschen in die richtige Richtung führen will, finde ich, darf das nicht tun durch den Rückgriff auf den Nationalstaat. Und zwar weder links, siehe Lafontaine, noch rechts. Das ist der, sozusagen, ich finde, der intellektuelle Anspruch an Sozialdemokratie, auch unter jungen Sozialisten, die die SPD bestimmen wollen, der muss ein anderer sein. Ich wollte das übrigens damals nicht, im Gegensatz. Wir haben damals gesagt, wir wollen mit der SPD eigentlich so richtig noch nicht was zu tun haben. Das stimmt, aber Sie haben eben auch gesagt, dass der Kapitalismus als System eben nicht menschenverachtend ist. Und in den ganzen letzten Jahren das Ergebnis immer das Gleiche ist, nämlich die Reichen werden reicher und die Armen werden immer ärmer. In dem Artikel, den Sie gerade zitieren, habe ich das wiedergeschrieben. Eine Rede war das, ja. Weil das, dieses dem Artikel zum Thema Kevin Kühnert, ganz neu. Und morgen im Tagesspiegel, das ist jetzt der Werbeblock, schreibe ich das auch nochmal. Weil in der Tat, wo die soziale Marktwirtschaft versagt, und das tut sie, weil sie auch das Instrumentarium des Nationalstaates bislang nur zur Verfügung hat, da gewinnen radikale Forderungen, da gewinnen die Mythen, die nationalen Mythen genauso wie die linken Mythen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, dass wir die soziale und ich würde heute sagen auch die ökologische Zähmung des Kapitalismus haben wir mit nationalen Instrumenten im letzten Jahrhundert geschafft. Ja. Was uns heute fehlt, sind ähnliche Instrumente europaweit und auch global. Ja gut, aber die Wohnungspolitik könnten Sie national schon hinbekommen. Da sagt ja Kevin Kühnert, im Prinzip wäre es ja schon in Ordnung, wenn man eigentlich in der besten allen Welten hat jeder nur eine Wohnung, nämlich die, in der er wohnt. Und sonst gibt es eben nicht das Geschäftsmodell. Ja, also die Auseinandersetzung, die wir hatten, waren eher über die Frage, ob man BMW und ähnliche Unternehmen verstaatlichen soll. Das sind zwei Dinge, die er gesagt hat. Thema Wohnungsnot. Glaube ich, ist etwas, wo wir insgesamt in der Politik in der Tat vorhalten lassen müssen,
dass wir viel zu spät darauf reagiert haben. Ich glaube nicht, dass wir eine Wohnung mehr bekommen, wenn wir Wohnungen sozialisieren oder verstaatlichen. Allerdings muss man eins sagen, eine Enteignung findet jeden Tag statt, und zwar bei Mietern. Und im Grundgesetz, das ist nun ganz traditionell soziale Marktwirtschaft, steht im Artikel 14 Absatz 2, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Wo dieser Anspruch nicht erfüllt wird, im Wohnungsmarkt ist das der Fall, wo wir Marktversagen haben, weil der Staat nicht genug regelt, da finde ich, fehlt es an Regulierung, aber nicht zwingend an Verstaatlichung. Ich habe ungefähr eine Vorstellung, was Leute denken, die sich noch erinnern können, als der Staat Eigentümer war, wie deren Wohnungen ausgesehen haben. Die sahen nicht zwangsläufig besser aus. Aber sie waren bezahlbar. Das ist der Unterschied. Herr Koch, die CDU hatte ja über ganz viele Jahre diesen schönen Slogan, Freiheit statt Sozialismus. In Berlin haben 20.000 Menschen innerhalb kürzester Zeit eine Petition oder eine Bewegung unterschrieben, in der es wirklich um die Enteignung von Wohnungen geht. Glauben Sie, Sie führen demnächst wieder so einen Kampf, weil es ein Comeback einer solchen sozialistischen Idee gibt? Das kann durchaus sein, dass die Auseinandersetzung über diese Frage wieder ein bisschen schärfer wird. Und Herr Kühnert macht das ja auch nicht, weil er glaubt, niemand außer ihm folgt dieser These, sondern hat ja einen strategischen Sinn in seiner Partei. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht falsch, dass man sich gelegentlich auf die Grundauseinandersetzung ein Stück weit beginnt. Wir kommen ja aus einer Zeit 1989, Ende der Geschichte, sozusagen alle Fragen sind geklärt. Die Marktwirtschaft ist da und alles ist unstreitig und jetzt entwickelt sich das. Und das stimmt halt nicht, sondern wir werden in einer Welt groß, jetzt wieder einer Generation beobachten, die auf Kontinenten ganz unterschiedliche, sehr grundlegend unterschiedliche Wertvorstellungen lebt und hat. Und es ist völlig illusorisch zu glauben, dass das sich in Europa auch austrägt. Und hier gibt es auch Spannungen, hier gibt es Probleme, hier gibt es Fehler. Die Welt ist keineswegs ideal. Und deshalb muss man wieder darüber streiten, was sind die richtigen Antworten. Und ich finde durchaus, dass ein bisschen zuzuspitzen ist, das ist aus meiner Sicht grob falsche Antwort. Und es ist auch das Wort des Kollektivs, das darin vorkommt, ist natürlich ein Stück des Unterschieds. Meine politischen Freunde, ich persönlich, wir sind fest davon überzeugt, dass sozusagen wir erstmal gucken müssen, wie das Individuum seine eigenen Entwicklungschancen, sein Recht auf Glück hat. Und dazu gehört, dass er in einer Gesellschaft leben kann, in der es die Chance hat, dieses Glück zu entwickeln. Und deshalb Kapitalismuskritik, also einfach mit dem Wort Kapitalismus, finden Sie auch in der Geschichte der CDU, finden Sie bei mir. Kein Mensch will Kapitalismus. Wir sind eine Partei, die immer gesagt hat, die soziale Marktwirtschaft ist das. Aber wo ist denn die soziale Marktwirtschaft tatsächlich? Werden Sie sehen, dass eben das untere Zehntel der Bevölkerung, wie es heute der DIW wieder festgestellt hat, in den letzten 25 Jahren einen Rückgang des Real verfügbaren Einkommens hatte, während das obere Zehntel eine Steigerung hatte im zweistelligen Bereich. Wo ist also da die soziale Marktwirtschaft? Zunächst mal, die soziale Marktwirtschaft ist da, indem die Bundesrepublik Deutschland soziale Sicherungssysteme hat für jeden Einzelnen in jeder Situation, um die uns die ganze Welt beneidet. Wenn die Amerikaner auch nur annähernd so etwas jemals eingeführt hätten, hätten sie die ganze Debatte nicht, die sie im Augenblick führen. Die sind nie zu Kurzarbeitergeld gekommen. Die haben nie eine gemeinsame Krankenversicherung für alle. Dort gibt es kein Altersversorgungssystem parallel zu uns. Und das sozusagen zu erreichen, ist ein Stück Zähmung ansonsten kapitalistischer Strukturen. Das ist soziale Marktwirtschaft. Die ist nicht zu allen Zeiten perfekt. Wir haben jetzt auch wieder Probleme mit niedrigen Einkommen an bestimmten Stellen, mit gebrochenen Erwerbsbiografien. Aber das Prinzip, dass in diesem Staat jeder eine Chance hat, unter sozial gesicherten Verhältnissen zu leben. Das ist so dominant, dass wir über Korrekturen am Rande, aber nicht über das Prinzip sprechen müssen. Und das ist nicht selbstverständlich, nicht einmal in Europa, geschweige denn in der Welt. Wir leben auf einem privilegierten Teil, der nur möglich war, weil auf der einen Seite marktwirtschaftliche Ordnung die Leute dazu gebracht hat, erfolgreich zu wirtschaften, und auf der anderen Seite die, nennen wir es ruhig, Zähmung von Kräften, die sich im freien Markt entwickeln, nämlich die soziale Marktwirtschaft, daraus eine Welt gemacht haben, in der sehr viele Menschen gut leben können. Ob die eben noch genug gezähmt ist, und das ist ja der Nerv, der offensichtlich dann von Kevin Kühnert getroffen wird, wenn die Menschen das Gefühl haben, also das Beispiel BMW hat er, glaube ich, auch nicht ohne Not gegriffen,
Das ist ja ein faszinierender Gedanke, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Also wir wissen, die Familie Quandt ist die Eigentümerfamilie. Wir wissen, dass eben BMW Arbeiter diese Autos herstellen. Und was er sagt, ist doch, eigentlich sollen noch die, die das Auto bauen, letztlich dann auch an den Gewinnen so beteiligt werden, wie eine Eigentümerfamilie, die am Anfang des Jahres erst einmal ein paar Nullen mehr hat auf dem Konto. Frau Wagenknecht wird nicht müde, das zu betonen. Haben Sie überhaupt keine Sympathie für diesen schlichten Gedanken? Ich habe Sympathie für die Betriebsräte dieses Unternehmens und die Betriebsräte von Daimler und andere, die sagen, das sind Sprüche, nach denen kann ein Arbeiter die SPD nicht mehr wählen. Ich persönlich glaube einfach, deren Lebenserfahrung im Umgang mit solchen Unternehmen drückt ein bisschen aus, wovor Menschen am Ende Sorge haben, nämlich, dass eine Sozialisierung von Unternehmen am Ende in der Verstaatlichung landet und der Staat jedenfalls in diesen Industriezweigen nicht als der bessere Unternehmer auftritt und am Ende die Arbeitnehmer die Zeche dabei zahlen. Das ist ja Lebenserfahrung, die die da mitbringen. Mhm. Und ich finde das ganz interessant, dass wir so in Akademikerkreisen solche Debatten führen. Das ist ja ganz nett. Und die Politik und die Medien tun das. Ich würde einfach mal die Leute fragen. Sie haben ja Herrn Kühnert vorgeworfen, er sei ja gar kein Akademiker, hat ja sein Studium gemacht. Ich habe ihm da gar nichts vorgeworfen. Ich habe nur einfach darauf hingewiesen, dass er, obwohl er das Kommunikationsstudium nicht beendet hat, es perfekt beherrscht. Besser als viele Politiker. Er weiß natürlich, wie er die Medien beschäftigt, aber fragen Sie einfach die Leute. Und ich glaube, dass der Nerv der Menschen in der Tat da liegt, wo sie sagen, da ist was aus den Fugen geraten. Mhm. Also da machen Banken Spekulationen, am Ende werden sie mit staatlichen Steuergeldern gerettet. Wir haben Geld für alles Mögliche, aber nicht dafür, dass Leute eine anständige Rente kriegen. Es explodieren die Mieten. Ich habe gerade eine meiner Töchter im letzten Jahr eingeschult. Und ich bin auch lange in der Politik und dann an dem Tag der Einschulung steht in deutschen Zeitungen, 40.000 Lehrer fehlen für die eingeschulten Kinder. Natürlich frage ich mich auch, was machen diese Kultusminister eigentlich? Was haben die in den letzten 6 Jahren gemacht? Weil ja relativ klar war, dass die Generation meiner Tochter jetzt in die Schule kommt. Menschen erleben staatliches Versagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da war Geld regiert die Welt. Ja. Und das hat was damit zu tun, das ist meine Analyse, dass die Instrumente, die wir für die soziale Marktwirtschaft hatten, nationale Instrumente der Wirtschafts-, der Steuer-, der Sozialpolitik waren. Dass die nicht mehr und dass das Ganze brüchig geworden ist, über den Tisch gezogen wird durch, sagen wir, einen entgrenzten Kapitalismus, der diese Regeln nicht mehr einhalten muss. Steueroasen mitten in Europa, wo jeder Bäckermeister hier um die Ecke höhere Steuersätze zahlt als große Konzerne. Das macht die Leute verrückt. Das ändert aber nichts daran, wenn ich BMW morgen sage, jetzt mache ich dich zum Staatsbetrieb, dann sind die übermorgen in Frankreich oder sonst irgendwo. Also ich finde, das wäre mein Anspruch an Politik, unabhängig ob bei CDU oder bei der SPD. Da sind Sie ja offensichtlich. Sie müssen sich ein bisschen mehr Mühe geben und die Leute nicht locken auf einfache Pfade, wo die hinterher, wenn sie merken, es funktioniert, sind noch saurer über die Politik sind, als sie es heute schon sind. Das kann ja sein, dass sich das dann eben, wenn Sie da in dem Punkt einig sind, bei der SPD auch so auswirkt, dass tatsächlich, wie Sie sagen, wenn die Betriebsräte schon sagen, wir können die SPD nicht mehr wählen, dann würde das erklären, warum die SPD jetzt gerade, und das sind die neuesten Zahlen, die wir haben, in den Umfragewerten relativ weit unten gelandet ist. Die Frage nach der Schuld stellt sich immer. 22. April 2018. Andrea Nahles wird neue SPD-Chefin. Nach dem historisch schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl von 20,5% will sie die Partei aus dem Tief holen. Man kann eine Partei in der Regierung erneuern. Diesen Beweis will ich ab morgen antreten, liebe Genossinnen und Genossen. Ein Jahr später, die SPD kommt in der jüngsten Forsa-Umfrage gerade mal auf 15%. Ist dafür Andrea Nahles verantwortlich? Altkanzler Gerhard Schröder spricht ihr nicht nur ökonomische Kompetenz ab, sondern kritisiert auch ihr öffentliches Auftreten. Die SPD wird gebraucht. Beci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Beci, sage ich dazu nur. Das sind Amateurfehler. Sie war damals zwar noch nicht Vorsitzende, aber so drückt man sich einfach nicht aus. Die Partei leidet erheblich unter Nahles Ansehen. Zu diesem Schluss kommt Manfred Güllner, Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Andrea Nahles konkurriere inzwischen mit Rudolf Scharping und Kurt Beck darum, wer der schlechteste SPD-Vorsitzende ist. Das ist das Thema, die Krise der Volksparteien auf die SPD gemünzt. Herr Gabriel, hat Gerhard Schröder recht, so redet man nicht?
Jedenfalls ist die Analyse falsch, dass Andrea Nahles schuld sei an der Lage der SPD. Okay, das vertiefe ich gleich, aber hat denn Gerhard Schröder recht, dass man so nicht redet? Ich wäre froh, wenn es so einfach wäre. Ah, aber redet man so oder nicht? Ach, ich, wenn wir jetzt ein bisschen suchen, finden wir auch ein paar Redebeiträge, wo ich heute sagen würde, muss man vielleicht nicht noch mal senden. Also das, glaube ich, ist allen passiert. Das ist nicht das zentrale Problem. Was ist denn das zentrale Problem von Frau Nahles jetzt erst einmal? Das weiß ich nicht, wir müssen Sie einladen, mit Frau Nahles reden. Darüber kann und will ich nicht reden. Mhm. Die SPD als Volkspartei hat, wie das so ist im Leben, viele Hunde sind des Hasen tot, eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Eine davon hat was damit zu tun, dass wir nicht mehr in der Gesellschaft so stark verankert sind, die uns als Partei mal groß gemacht haben. Ich bin mal in die SPD eingetreten. Da kam ich in so einen verqualmten Saal rein. Da saßen so über 100 Leute. Der Vorsitzende war ein Orthopädie-Schuhmachermeister. Im Stadtrat der Vorsitzende war ein Gewerkschaftssekretär. Dann saß da der Betriebsratsvorsitzende. Der Oberbürgermeister war ein Lungenfacharzt. Kleine Handwerker waren dabei. Eine ganz bodenständige Sozialdemokratie. Heute hat die SPD, sind Kinder sozialdemokratischer Erfolge. Ich bin der Erste in meiner Familie, der eine akademische Laufbahn machen konnte. Mhm. Wir haben uns relativ stark von dieser sozialen Basis entfernt, weil wir auch den Aufstieg gemacht haben. Das war was ganz Natürliches. Wir wollten das. Das ist auch ein Zeichen des Erfolges. Und jetzt fällt es uns oft schwer, diese Wurzeln dort hinein noch zu halten, die wir hatten. Ich habe mal meine Partei, hat jetzt auch nicht zu meiner Popularität in der SPD beigetragen, habe ich sie mal gefragt, sag mal, was passiert eigentlich, wenn bei euch einer in der Versammlung aufsteht und sagt, ich esse gerne Fleisch, ich rauche, ich fahre super gerne in All-Inclusive-Urlaub nach Mallorca, ich gucke gerne RTL-Soaps und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich noch an der Werkbank einen Playboy hängen. Schmeißen wir dem direkt raus oder wird er erst Opfer von 10 Pädagogisierungsversuchen? Und die Wahrheit ist, der kommt nicht mehr. Aber weil er weiß, dass er kulturell fremdelt. Das kann man überwinden. Da muss man sich allerdings darüber im Klaren sein, dass das ein Problem ist. Ich glaube, dass das die viel größere Aufgabe ist, als sich über die Frage zu unterhalten, ob ein SPD-Vorsitzender mal eine gute oder eine schlechte Rede gehalten hat. Die Reduktion des Problems auf Personen ist leider zu einfach. Ich wäre froh, wenn es anders wäre. Sie haben ja den Niedergang auch nicht aufhalten können. Und Sie sind ja ein volksnaher SPD-Vorsitzender gewesen und seit Willy Brandt derjenige, der zumindest diesen Vorsitz am längsten innehatte. Das heißt also, auch der volksnahe Sigmar Gabriel hat es nicht geschafft, die Volksnähe zu behalten. Was ist das für ein Defekt? In meinem Wahlkreis habe ich bei der letzten Wahl, als die SPD 20% bekommen hat, noch knapp 44 bekommen oder 43. Das ist schon ganz gut gewesen, was Volksnähe angeht. Es hat mal ein Freund von mir gesagt, weißt du, du hast den Niedergang eigentlich nur ausbremsen können. Mhm. Ich werde mal lange darüber nachdenken, ob der recht hat. Das könnte was dran sein. Das heißt, der Niedergang ist noch gar nicht zu Ende. Wir haben schon den Boden Gott sei Dank erreicht. Es kann auch wieder anders werden. Aber es ist so, dass ich glaube, dass die strukturellen Schwierigkeiten, Roland Koch muss was zur CDU sagen, die haben das macht er auch andere, gleich. Aber bei uns, glaube ich, sind die... Wir reden erstmal über die SPD. Ja, wir reden erstmal über die SPD und dann über die CDU. Ich glaube, dass es im Kern was damit zu tun hat, dass wir wieder mehr als in der Vergangenheit bewusst suchen müssen nach dem Zugang zu denen, die jetzt ein Repräsentationsdefizit haben und die ja in alle Richtungen verschwunden sind. Es ist ja nicht so, dass sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler nur in eine Richtung gegangen wären. Und das ist ein bisschen ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht ausreichend von uns vertreten fühlen. Es gibt interessanterweise, seitdem Sie weg sind, mehr Stimmen, die sagen, schade, dass er weg ist. Das ist ja manchmal so. Aber es gibt auch laute Stimmen, die sagen, die SPD braucht gerade jetzt so jemand wie den. Und einen haben wir gefunden, der das auch öffentlich sagt, Hans-Ulrich Jörges. Ich finde es bei der zunehmenden Verzwergung der deutschen Politik eigentlich ziemlich unerträglich, dass ein Mann mit den Fähigkeiten von Sigmar Gabriel von der SPD in die zweite Linie geschoben wird. Das ist unglaublich bedauerlich für die SPD, aber auch für die deutsche Politik insgesamt. Ich glaube, dass es eine Art von Sehnsucht zurück zu ihm gibt. Ein Mann, der viele Fähigkeiten hat, der sich vor allem klar und deutlich ausdrücken kann, der Positionen bezieht und nicht laviert. Warum ist er in die zweite Linie geschoben? Weil Andrea Nahles mit ihm nicht kann. Das finde ich ziemlich schrecklich und ich würde mir wünschen, dass er wieder in eine führende Funktion kommt. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass er Fraktionsvorsitzender der SPD wird. Da kann er seine rhetorischen Fähigkeiten zur Geltung bringen. Oder aber ins Kabinett geht und da könnte er jede Funktion übernehmen.
Jetzt frage ich nicht den Gabel, sondern Sie, Herr Koch, wäre das der gefährlichere Gegner? Jetzt mal angenommen, die SPD würde in ihrer großen Not auf die Idee kommen, das ist der beste Kanzlerkandidat, den wir hatten. Der hatte in der Halt tatsächlich ganz gute Werte. Wäre er gefährlicher für die CDU als Herausforderer als zum Beispiel Andrea Nahles? Sie sind ja ein großer Stratege gewesen in ihrer aktiven Zeit. Naja, ich bin erstmal der Auffassung, dass Sigmar Gabriel recht hat. Wir müssen aufpassen, dass die Journalisten uns nicht permanent in so eine Rolle drängen, als ob das alles an Personen läge. Es gibt Länder, in denen das so ist. Bei uns ist es nicht so. Sind Sie da so sicher? Und diese Erklärungen zu bequem, dass Frau Nahles wirklich Fehler gemacht hat, sich ein Image anzuarbeiten, wo ich nicht so richtig mir vorstellen kann, wer sie dabei beraten hat, ist richtig. Und das macht ihr sicher zusätzliche Schwierigkeiten, gerade in ihrer eigenen Wählerklientel. Aber das darauf zu reduzieren, glaube ich nicht. Ich würde auch nicht bestreiten, dass Gabriel möglicherweise auch weiterhin ein nicht ungefährlicher Politiker ist. Er hat einen Vorteil für seine Gegner, das ist seine gelegentliche Spontanität. Das heißt, er schafft es, sich immer wieder ein bisschen selber aus der Spur zu tragen. Davon zugegebenermaßen haben seine Gegner auch in seinem Land immer ein Stück profitiert. Insofern, sozusagen, Genialität und Spontanität begegnen sich nicht immer an der richtigen Stelle. Auch das gehört zu den Persönlichkeiten. Totally deshalb können agree. Wir über inhaltliche Positionen streiten und muss sagen, ich bleibe dabei. Es geht nicht alleine um Personen. Aber es würde schon helfen, eine Person an der Spitze zu haben, die irgendwie mit. Also einen populären Kandidaten zu haben, ist für Parteien nicht prinzipiell unsinnig. Hand das kann aufs man schon Herz, sagen. Haben Sie manchmal das Gefühl, ja, warum eigentlich nicht? Sie touren ja gerade durch die Lande. Sie gehen unheimlich viele in Ortsvereine, Sie haben offensichtlich viel Applaus dort. Sie hören garantiert oft, Sigmar, mach es nochmal. Reizt es Sie nicht einmal so ein kleines bisschen, Ihre gute alte SPD nochmal richtig? Da, wo ich helfen kann, tue ich das. Aber eine Fantasie darüber, dass das jetzt irgendwie eine Rückkehr gibt, die halte ich ehrlich gesagt für albern. Das geht mal damit los, dass die Internationale, die ja älter ist als die Sozialdemokratie 1848 im Gedenken an die Pariser Kommune geschrieben. Da heißt es, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Mhm. Uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Also der Glaube daran, da kommt jetzt irgendwie einer aus dem Hut. Und dass man populär ist, wenn man weg ist, ist ja irgendwie auch alter Spruch. Toter Indianer, guter Indianer. Also ich halte von solchen Geschichten überhaupt nichts. Okay. Übrigens, was das Thema Spontanität und Genialität angeht, ich weiß nicht, ob ich genial bin. Meine Vermutung ist, wenn man die schwierigen Seiten versucht abzugewöhnen, dem gewöhnt man auch die guten ab. Schön, dass Sie das sagen, weil wir haben nämlich Ihre schwierigen Seiten noch mal in Wort und Bild. Weil, sagen wir es mal so, das Temperament von Sigmar Gabriel ist auch deshalb legendär, weil er nie den Versuch gemacht hat, es zu verstecken. Ob als Ministerpräsident, Parteichef oder Außenminister, Sigmar Gabriel teilt in der politischen Auseinandersetzung gerne aus. Also dann müssen Sie hier eben nicht zugehört haben, wenn Sie diese Meinung haben. Blödsinn, seien Sie mir nicht böse, Frau Slomka. Aber ich kann die Argumente nicht wirklich ernst nehmen. Wenn Frau Sie Slomka, Ihre das Partei stimmt nicht, was Sie sagen. Es ist nicht das Sie erste nachlesen. Mal, dass Sie in Interviews mit Sozialdemokraten nichts anderes versuchen, Gabriel, als uns das Wort im Mund Sie umzudrehen. Werden mir jetzt gucken bitte Sie nicht ins Parteiengesetz. Tun Sie mir gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Selbst die eigenen Parteigenossen verschont er nicht. Martin Schulz verspottete er als den Mann mit den Haaren im Gesicht. Die SPD-Kommunalpolitikerin Renate Luksch aus seiner Heimat Goslar sagt über ihren Parteifreund Sigmar Gabriel: Wenn er zur Hochform aufläuft, macht er alles nieder. Jeden. Er hat auch schon jeden Freund oder Parteifreund so fertig gemacht, dass der nur noch heulend dasitzt, mich eingeschlossen. Man fragt sich dann, warum tust du dir das an? Also bei Martin Schulz haben Sie sich entschuldigt. Machen Sie das öfters? Die geht jetzt mit mir segeln zu meinem Geburtstag. Offensichtlich entschuldigen Sie sich öfters. Da bin ich ganz sicher, ob das alles zutrifft. Aber das stimmt, na klar. Also wenn es etwas gibt, was mich außer Fasson bringt, ist, wenn Leute professionelle Ansprüche in der Politik erheben, manchmal auch so bezahlt werden und dann nicht ihre Arbeit machen. Das macht mich kirre. Ist das nicht eine Ansichtssache, wer seine Arbeit richtig macht oder nicht? Und kann es nicht sein, dass Ihr Temperament, Sie parteiintern jedenfalls, wirklich etwas aus der Kurve getragen hat? Das kann schon sein, es ist sicher so, dass das auch dazu gehört. Aber was mich wirklich in Rage immer schon gebracht hat, ist hohe Ansprüche
mit verbunden mit nicht ganz so niedrigen Einkommen, aber nicht dafür hart arbeiten. Das fand ich immer schon ein Problem, gerade in der Politik. Das trifft aber auf die Parteifreundin sicher nicht zu. Nee, die ist damit mal nicht gemeint. Die ist damit auch nicht gemeint. Ja, aber aus Jux und Tollerei einen Senkel stellen, oder was ist das dann? Nee, ganz bestimmt nicht. Aber müssten Sie, am besten wäre es, Sie werden nämlich eingeladen, dann könntest du es ja erklären. Das aber es scheint wir jedenfalls wir nicht können so. Das ja beim Segeltörn. Aber auf dem wir erklären das beim Segeltörn. Sie haben ja vorher gesagt, einfach nochmal, um darauf zurückzukommen, die Lust an der Auseinandersetzung war etwas natürlich auch, oder die Lust am Machen, was Sie in die Politik getragen hat. Sie sind zu den Falken gegangen, zu den jungen Sozialisten. Das war etwas weiter links. Zu den Jungsozialisten bin ich nicht gegangen. Die sozialistische Jugend, die sozialistische Jugend Deutschlands, die Falken. Sie haben gesagt, das hat Sie eben damals, Sie wollten etwas anpacken. Wo kam das her? Kam das aus dem Elternhaus her? Haben Sie eine kämpferische Mutter gehabt, die ein Vorbild war? Also das ganz bestimmt, aber die mich eher gebeten hat, die Finger von der Politik zu lassen. Da käme nichts Vernünftiges bei raus. Mhm. Diese Meinung hat sich später etwas geändert, aber das glaube ich nicht. Es war die Chance, was von der Welt zu sehen. Mhm. Die Möglichkeiten hatte ich in meiner Familie nicht. Ich komme nicht aus einem Umfeld, bei dem es normal gewesen wäre, zum Beispiel ins Ausland zu fahren. Und mit den Falken das machen zu können, andere junge Leute gleichen Alters zu treffen, das übrigens selber zu organisieren, nicht ein Jugendzeltlager in Frankreich zu haben, das Erwachsene für uns organisieren, sondern das selber zu machen, das war einfach ein Blick in die Welt. Das fand ich das Spannende. Die Mutter, Krankenschwester, hat beide Kinder dann ab einem gewissen Zeitpunkt früh geschieden. Sie waren 3, als die Eltern sich getrennt haben, alleine erzogen. Das waren schwierige erstmal Verhältnisse. Und es gab einen, Sie haben das beschrieben, Sie wollten eigentlich zur Mutter und gingen aber erstmal zum Vater. Das war das alte Familienrecht. Da ging es noch um schuldig und nicht schuldig geschieden. Und das Gericht gab, bevor die Entscheidung fiel, meine Schwester zu meiner Mutter und mich zu meinem Vater. Mhm. Und dann dauerte das Vormundschaftsprozess, 7 Jahre. Sie hat richtig gekämpft um sie, die Mutter, ne? Das musste sie. Es gab Situationen, wo in so einem Amtsgericht, sagen wir mal, der kleine Beamte um die Ecke mehr wert war als eine alleinerziehende Krankenschwester. Das kriegte sie auch zu spüren. Und sie ist dann vors Landgericht gegangen, also in weitere Instanzen, und hat sie am Ende durchgesetzt. Und mein Vater war nicht nur politisch ein überzeugter Nationalsozialist, sondern hat sich auch in der Familie so benommen. Also das war schon für meine Mutter eine ganz harte Zeit. Dass er Nationalsozialist war, ein Überzeugter, haben Sie mal öffentlich gemacht? Haben Sie das eigentlich mitgekriegt als Jugendlicher schon oder wann? Nee, das habe ich erst mitgekriegt, eigentlich Zufall. Ich bin dann, als ich mit 10 endlich bei meiner Mutter war, jahrelang nicht zu meinem Vater gefahren, weil ich einfach Angst davor hatte, dass ich wieder nicht zurück darf. Das sitzt dann ganz tief. Ich habe mal Kindesentführung gehabt und solche Geschichten gegen ein Gerichtsurteil. Und dann, meine Mütter sind manchmal so, die hat gesagt, du musst dahin, das ist dein Vater. Also fuhr ich dahin und der war nicht da. Und ich hielt mich in seiner Wohnung auf und guckte, wie man das so macht, dann mal in den Bücherschrank. Da war ich 16 oder so, oder 15, 16 und war schon bei den Falken und bin fast in Ohnmacht gefallen, als ich sah, welche Bücher da stehen. Die Wahrheit über Auschwitz und also richtig schwerste nationalsozialistische Propaganda, die da stand. Und das hat ihn bis zum Ende seiner Tage begleitet und ein normales Gespräch zwischen uns war nicht möglich, selbst wenn ich es versucht habe, weil er immer wieder auf diese Rechtfertigung der Nationalsozialisten zurückgekommen ist. Ich habe mich das immer gefragt, wie tickt jemand oder wie muss jemand denken, der tatsächlich zu den Holocaust-Leugnern gehört, der die Gaskammern in Frage stellt? Wie kommt man darauf? Das ist eine Erfindung der Amerikaner, haben die nachgebaut, um uns Deutsche niedrig zu halten. Aber wie kann man so etwas glauben, wenn man ein halbwegs... Das ist nicht meine Meinung, das ist das Zitat meines Vaters. Wenn man ein halbwegs intelligenter Mensch ist, wie kann man sowas glauben? Na gut, ich meine, gucken Sie sich heute an, was alles im Internet an Verschwörungstheorien rumgeistert. Ich war, als mein Vater starb, hat mich sein Nachlassverwalter gebeten, doch zu kommen und die Wohnung zu räumen. Das machte ich dann auch und er hat mir rechtzeitig gesagt, ich müsse mit einem größeren Auto kommen. Das war bis unter das Dach voll mit Schriften, von denen ich nicht mal ahnte, dass es sowas gibt, geschweige denn, dass sie als Periodika in Deutschland erscheinen. Und da war so ziemlich alles dabei, bis hin zu Dingen, die im Ausland erscheinen, was bei uns wahrscheinlich verboten wären. Das alles gibt's und Menschen gibt's, die an sowas glauben. Und das ist ja
Gibt ja auch junge Leute, die so einen Blödsinn glauben. Und er war fest überzeugt, schrieb auch alle möglichen Leute an und hat die krudesten Vorstellungen gehabt über das, was da war. Mhm. Und es gibt manchmal Lehren, die man aus solchen Debatten sieht. Es gibt manchmal in Deutschland, ja zum Beispiel ganz aktuell, eine Verbindung von AfD und Russland. Gibt es ja eine ganz enge. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater mir sagte, die größte Gefahr oder der größte Fehler Hitlers sei gewesen, nicht mit den Russen gemeinsame Sache gegen Amerika gemacht zu haben. Es gibt eine ganz alte Tradition in Deutschland der äußersten Rechten. Mhm. Ich weiß, die Reichswehr hat 1918 mit der Roten Armee Pläne geschmiedet, um Polen zu beseitigen. Das haben sie dann 1939 auch gemacht. Also dass solche kruden Vorstellungen sind manchmal, wenn man genau hinguckt, gar nicht so krude, sondern haben in einer langen Tradition in Deutschland eine historische Bedeutung. Es gibt übrigens in Europa Menschen, die wissen das und gucken deshalb genau hin, was machen die Deutschen da eigentlich? Klar. Es ist vielleicht besser, wir sitzen mit am Tisch, wenn die sich mit anderen treffen. Mit Rechten reden, also Sie legen sich ja gerne tatsächlich mit Rechtsradikalen auch an, verbal und auch sonst. Haben Sie das Gefühl, man kann mit solchen Menschen reden und sie mit Argumenten überzeugen, mit der Erfahrung, die Sie mit Ihrem Vater im Hinterkopf haben? Ich habe jedenfalls auch in den Auseinandersetzungen, die dann gelegentlich schwer geendet sind, habe ich das immer versucht, das geht nicht. Sie schaffen nicht mehr das zu erreichen. Nicht. Nein, also sie sind, das sind Leute, die Sie niederbrüllen wollen, die Ihnen... Es gibt ja einen, gegen den habe ich ein Verfahren führen müssen, weil er in seinem Laden irgendwo in Ostdeutschland einen Galgen verkaufte mit mir dran. Ich habe da eine Vorgeschichte, das war das Pack. Kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ja, das sind Leute gewesen, die wollten ein Ausländerheim anstecken. Hm. Und da fällt mir ehrlich gesagt kein netterer Begriff ein. Sie können mit Menschen reden, die, sagen wir mal, Überfremdungsängste haben, die von mir aus auch Xenophobie gegenüber Ausländern haben, da finden Sie noch Zugänge. Mhm. Aber manifeste Rechtsradikale, und ich habe in meinem Leben wirklich eine ganze Menge getroffen von denen, mhm, haben ein geschlossenes Weltbild, in das sie nicht hineinkommen. Die wollen auch nicht mit ihnen reden. Die wollen sie niederbrüllen und im Zweifel auch niederprügeln. Mhm. Kurze Pause für Sie. Ich würde gerne ganz kurz biografisch auch bei Ihnen in die früheren, ja, in die Kindheit, in die Jugend gehen, weil das ist die Generation, und Sie sind dieselbe Generation, die ja auch gefragt hat, die Eltern, was hast du gemacht? War das ein Thema bei Ihnen zu Hause? Es war nicht ein so intensives Thema. Mein Vater war nun auch in einer Zeit, in der es nur noch wenige Jahre oder junge Zeit gab, in der man noch unter den Zwängen war, er war ja auch Soldat. Mein Vater war aber eben ein sehr, sehr entschlossener und engagierter Kämpfer für die freiheitliche Gesellschaft, das Grundgesetz, die soziale Marktwirtschaft. Also ich habe ihn kennengelernt als einen Partner in der Diskussion, wenn man so will, mit dem ich nicht über die prinzipiellen Ziele gestritten habe. Es gibt genug zum Streiten dann anschließend, aber das war nicht so sehr mein Erleben. Aber natürlich haben wir über die Frage diskutiert, wie konnte das passieren, wie konnte das entstehen. War er Mitglied der Partei gewesen, Ihr Vater? Darüber gibt es einen Streit, den ich nicht mehr klären konnte. Nach meiner Meinung nein. Es ist dann mal in der Linkspartei in Hessen behauptet worden, er sei das. Aber die Diskussion ist begonnen worden, nachdem er verstorben war. Insofern, dass ich ein bisschen bedauert habe, dass man das nicht mehr noch mal klären konnte. Aber ich habe dafür keinen Hinweis und glaube auch nicht, dass es so war. Aber dennoch, logischerweise war er ein Teil sozusagen dieser Welt, schwer verwundeter Soldat, dann in den letzten zwei Jahren hier der Region. Und deshalb ein wichtiger sozusagen Partner auch für die Diskussion zu fragen, was passiert mit einer Bevölkerung, was ist Widerstand? Und er war sicher kein Widerstandskämpfer, sondern er war jemand, der auch in dieser Welt gelebt hat und der ein Stück erklären konnte, unter welchen Zwängen und Bedingungen gelegentlich auch Faszination und Verführung man steht. Was wir nie so diskutieren konnten, war, was ist in den 20er oder 30er Jahren eigentlich entstanden, dass das ermöglicht hat. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich die wichtige Frage, die man sich auch heute wieder stellen muss. Wie können jetzt auch wieder
solche radikalen Dinge überhaupt entstehen und die Welt kommen und faszinieren, die einen fassungslos machen kann. Würde ich gerne darauf kommen. Mit 14 haben Sie gesagt, haben Sie die ersten Wahlplakate für Ihren Vater gemalt, ein hessischer Spitzenmann der CDU. Er wurde ja auch später Justizminister. Das heißt also im Prinzip, kann man sagen, er war politisch Ihr Vorbild? Ich bin mit dem Begriff Vorbild immer weniger, aber sicherlich war mein Vater ganz prägend für mich. Wenn Sie am Frühstückstisch schon ein Stück über Politik reden, ich habe seinen Landtagswahlkampf organisiert damals. Mit 14? In diesen Zeiten. Ja, mit 14 habe ich die Junge Union gegründet. Ich sag mal, ich hatte mit 16 oder 17 das erste Mal im Leben das Privileg, einen Fahrer zu haben. Ich sag, weil ich habe seinen Wahlkampf organisiert und okay. Ich konnte ja nicht von A nach B kommen, ohne dass einer der Senioren der Partei sich mit seinem kleinen VW bereit erklärt hat, mich gelegentlich von A nach B zu fahren. Sonst wäre es halt nicht gegangen. Das heißt, ich durfte da schon ziemlich viel machen. Und das ist sicherlich auch einer meiner Vorteile gewesen, in relativ jungen Jahren eine Chance zu haben, Sachen zu machen, die andere noch nicht machen konnten. Und da war die Tatsache, dass da manche gesagt hat, naja, komm, da steht der alte Koch auch dahinter, da wird schon nichts passieren. Das hat mir sicher bestimmte Freiräume auch eröffnet. Ich glaube, das darf man nicht bestreiten. Sie haben Jura studiert, abgeschlossen, haben auch als Rechtsanwalt für Wirtschaftsfragen gearbeitet. Man hat trotzdem das Gefühl, bei Ihnen war es viel klarer, dass es diese politische Karriere geben würde. Ist das falsch? Ja, es war jedenfalls nicht meine Perspektive. Ich bin ja 1979 für mich selbst sehr überraschend, weil das kam eben durch den Vorschlag eines damaligen Kreisvorsitzenden der CDU, der gesagt hat, da gibt es einen jungen Kreisratsabgeordneten, der soll jetzt Parteivorsitzender werden. Mit damals 21 Jahren. Nicht? Überschrift der Frankfurter Rundschau, Beitrag der CDU zum Jahr des Kindes. In jeder Hinsicht ungewöhnlich. Gebe ich auch heute zu, wenn ich das beobachte, denke ich, war eine ziemliche Zumutung für den Laden in diesem Bereich. Insofern, ja, ich habe da aktiv Politik gemacht. Meine Entscheidung damals war, als ich mich entschieden habe, ich mache diesen Kreisvorsitz, war ja schon, das wissen wir, das ist eine Aufgabe, die schon viele Stunden braucht, so der mein kleiner hauptamtlicher Apparat gehört und anderem. Ich will das nur so lange machen, solange ich in der Mindeststudienzeit, also nach 7 Semestern, mein erstes Staatsexamen machen kann und das hinkriege. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich das in der Politik nicht machen. Weil mein zentrales Ziel, das unterscheidet mich wahrscheinlich von Kevin Kühnert, war immer, absolut unabhängig zu sein von der politischen Arbeit. Okay. Dann kam natürlich, wenn Sie da sind, kommt der Gedanke, sich politisch zu engagieren, dazu. Und es hat ja auch wirklich große Freude gemacht. Also bin ich da ein Stück reingetrieben. Aber ich bin bis 99 selbstständiger Anwalt mit eigener Kanzlei gewesen und hatte jeden Tag die Möglichkeit aufzuhören, weil ich hatte eine andere bürgerliche, wirtschaftlich durchaus auskömmliche Existenz. Wir haben ganz am Anfang über die Frage der Kanzlerkandidatur geredet und natürlich galten Sie als die Reserve bzw. eine der Anwärter auf die Kanzlerkandidatur Ihrer Partei. Wir haben auch uns mal bei einem politischen Beobachter ersten Ranges, einem Biograf, der Sie beobachtet und beschrieben hat, mal erkundigt, warum das eigentlich nicht geklappt hat. Hajo Schumacher über die Frage, warum ist eigentlich Roland Koch kein Kanzlerkandidat der CDU geworden? Helmut Kohl soll in meiner stillen Stunde gesagt haben, der Roland, das wird mal mein Nachfolger als Parteichef, als Kanzlerkandidat. Da war die Welt auch noch in Ordnung. Dann kam 98 die Spendenaffäre. Es wurde ein unverbrauchtes Gesicht benötigt, das nicht zum Männerclan, zum westdeutschen katholischen Männerclan, also auch dem Antenpakt von Roland Koch gehörte. Das war Angela Merkel. 2002, als es um die Kanzlerkandidatur ging, da wusste Koch, er wird es nicht, weil er von dieser Spendenaffäre noch zu viele Dellen hatte. Und dann gab es ein legendäres Telefonat, Angela Merkel in Berlin, Roland Koch auf der Skipiste im Skiurlaub. Und nach seinem Bekunden soll es auch durchaus lauter geworden sein, als er ihr erklärt hat, nein, das mit der Kanzlerschaft wird nichts. Wir, der Antenpakt, die mächtigen Jungs, haben uns für Edmund Stoiber entschieden. Und dann hat Angela Merkel was sehr, sehr Schlaues gemacht. Sie ist nach Wolfratshausen gefahren zu Edmund Stoiber zum legendären Frühstück und hat ihm die Kanzlerkandidatur angetragen für eine kleine Bedingung. Diese Bedingung lautete, Edmund Stoiber, egal ob du gewinnst oder verlierst diesen Bundestagswahlkampf, ich, Angela Merkel, werde Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Wenn aber jemand Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende ist, ist das der natürliche Posten, insbesondere dann, wenn die CSU vorher verloren hat, führt kein Weg an dieser Kanzlerkandidatin Merkel vorbei. Das hat dann irgendwann auch Roland Koch kapiert und damit war ihm klar, Wiesbaden lebenslänglich, kein Weg nach Berlin. War ja auch klar, dass Angela Merkel ihn nicht zu einem Minister machen würde und holt sich ja nicht den größten Kritiker und Feind ins eigene Haus.
Ist das so gewesen? Wiesbaden lebenslänglich. Haben Sie Angela Merkel eigentlich unterschätzt? Das würde ich historisch sagen und jemand suchen, der das nicht getan hat. Okay. Weil natürlich aus der Perspektive von Angela Merkel, die ja jetzt eine der größten Regierungserfahrungen in Deutschland seit der Wiedervereinigung insgesamt hat, hätte das sicherlich in den ersten Jahren der Umweltministerin niemand vorausgesagt, welche Rolle sie für Europa und Deutschland und die Welt im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und das Telefonat, hat es das so gegeben? Das Telefonat hat es gegeben, das Telefonat war sicher auch wichtig, aber es war nicht laut. Angela Merkel und ich würden, glaube ich, nie Zweifel daran haben, wir haben nie ein lautes Gespräch miteinander geführt. Ich höre ja, das unterscheidet mich von Annegret Kramp-Karrenbauer. Da soll es ja mal ein lautes gegeben haben, als die Koalition da beendet wurde im Saarland. Aber Sie haben mir gesagt, aber ich habe sehr deutlich gesagt, dass A, ich sie nicht unterstütze und dass ich B, auch nicht glaube, dass sie eine Mehrheit an dieser Stelle hat, weil ich davon überzeugt war, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht die richtige Kandidatin ist. Ich war der festen Überzeugung, dass Edmund Stoiber der erfolgsversprechendere Kandidat ist. Knapp 6.000 Stimmen Unterschied zu Gerhard Schröder. So völlig falsch war diese Analyse nicht. Und Angela Merkel und ich haben ja dann später sehr viel gemeinsam gemacht in der politischen Arbeit der zweiten Hälfte dieses ersten Jahrzehnts. Und wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten und deshalb, spaßhaft kann man sagen, natürlich war ich auch Mitschuld an ihrer Kanzlerschaft, weil hätte sie dort kandidiert, wäre die Veranstaltung mit größter Wahrscheinlichkeit zu Ende gewesen. Also insofern habe ich Hans Eichel durch meinen Sieg in Hessen zum Finanzminister gemacht. Ich habe bei Angela Merkel nichts Böses verhindert. Wir haben vieles miteinander später gesehen. Ich muss mich immer bei Schumacher entschuldigen. Da muss man ja wissen, er hat ein Jahr seines Lebens investiert, ein dickes Buch über mich zu schreiben, von dem er natürlich immer davon ausgegangen ist, dass ich das nur verkaufe, wenn ich Kanzler werde. Und ab heute verkauft es sich wieder. Jetzt ist diese Veranstaltung nicht funktioniert, aber es ist ein schönes Buch, steht manches recherchiert drin, was man nicht für möglich gehalten hat. Wir haben lange über die SPD geredet, es wird Zeit, über die CDU zu reden. Und erst einmal würde ich natürlich, auch wenn Sie das nicht wollen, bei den Köpfen anfangen. Angela Merkel hat also offensichtlich über sehr viele Jahre bewiesen, dass sie ein Instinkt dafür hat, wann sozusagen Macht und Popularität und damit auch der Erfolg einer Partei zusammengeht. Hat sie den Instinkt noch? Weiß sie, wann sie geht? Und wird sie das in diesem Jahr schaffen, ihre Nachfolgerin so zu positionieren, dass die eine Chance hat bei den nächsten Wahlen? Also ich glaube schon, dass sie den Instinkt hat. Ich glaube, dass sie ja auch im letzten Jahr wieder gezeigt hat, dass sie sozusagen aus eigener Initiative zu einem Zeitpunkt, den sie bestimmt, Entscheidungen zur Veränderung herbeiführt. Und zwar auch dann, wenn sie betreffen, im Sinne von Rückzug. Sie hat den Parteivorsitz zurückgelegt, niedergelegt. Und das, ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung für die CDU war. Auch am Ende für sie die richtige Entscheidung war. Und ich glaube deshalb, dass sie sich damit auch einen gewissen Anspruch erworben hat, das Vertrauen zu haben, dass sie auch in den Dingen, die noch kommen, einen Instinkt dafür hat und man jetzt nicht einfach diskutieren kann, sie hätte ihn verloren. Die Sache ist halt nicht so ganz einfach. Weil auch das muss man ja offen sagen, wir sind nicht in normalen politischen Verhältnissen. Koalitionen werden eigentlich abgeschlossen unter den Bedingungen, dass man auch in Deutschland wieder nicht nur über Personen, sondern Sache und Vereinbarung redet. Die Sozialdemokraten sagen heute, sie würden einen Wechsel von Angela Merkel zu Annegret Kramp-Karrenbauer nicht akzeptieren. Mhm. Das ist, sage ich jetzt mal ganz einfach, ein verdammt starkes Stück von einer Partei, die alle zwei Jahre den Vorsitzenden wechselt, einer anderen Partei vorzuhalten. Sie dürfen nicht, ohne dass die Koalition daran zerbricht, innerhalb von 16 Jahren dann auch mal gucken, ob man vielleicht auch mal einen anderen Vorsitzenden hat, der dann auch mit den beiden Parteien zusammen zum Kanzler gewählt wird. Also eigentlich gegen einen anderen Vorsitzenden. Eigentlich wäre der Wechsel des Kanzlers, der zu benennen ist von der stärkeren Gruppierung, eine Selbstverständlichkeit. Würde jemand in einer anderen Schicksalssituation ausscheiden, würde eine Partei auch deshalb nicht eine Koalition verändern. Müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Die SPD in der schwierigen Lage, ich bin ja nun kein großer Freund von großen Koalitionen, also ich verstehe auch die schwierige Lage, aber hat sich jetzt da ziemlich schräg hingelegt. Das macht es für Angela Merkel alles nicht einfacher, macht es also auch für Deutschland nicht einfacher. Jetzt verstehe ich Sie. Sie würde ganz gerne jetzt schon Annegret Kramp-Karrenbauer installieren und es scheitert leider an den Sozialdemokraten. Naja, ich würde jedenfalls deutlich sagen, ob ich das hinnehmen muss, was er sagt, oder ob ich antworten darf. Sie sollen bitte antworten.
Also erstens finde ich, niemand hat was dagegen, dass die CDU einen neuen Parteivorsitzenden wählt. Also wunderbar. Ist ja auch passiert. Ist auch passiert, hat auch niemand bei uns kritisiert. Die Frage ist, ja noch schöner. Ja, das haben sie eben versucht zu behaupten. Nein, ihr seid nicht bereit, dass man die Konsequenzen daraus ziehen kann. Ja, die Konsequenz müsste erstmal sein, dass die CDU erklärt, wir wollen den Wechsel. Jetzt gab es da Anzeichen für, das haben die Sozialdemokraten gesagt, unser Vertrauen war in einer schwierigen Lage, bei der wir eigentlich gar nicht hätten in die Regierung gehen sollen. Und bei der die Unfähigkeit von CDU, FDP und Grünen eine Regierung zu bilden, was sie wollten, dazu geführt hat, dass wir in die Regierung gegangen sind, um das Land irgendwie stabil zu halten, aber doch nicht, weil wir da rein wollten. Aber doch das, ist gebunden, an das Vertrauen zu Angela Merkel. Und warum wir das Vertrauen in diese Kanzlerin, das sie gerade vorher selbst begründet haben, warum Merkel sich zu einer besonderen politischen Persönlichkeit entwickelt hat. Das war der Grund, warum das gemacht wurde. Und jetzt finde ich, ist es ganz legitim zu sagen, wenn du wechseln willst, liebe CDU, dann ist es ganz einfach. Du wirfst einen Blick in die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Da steht das drin, wie man das versuchen kann. Und dann mach das mal. Und ich meine, ich kann das verstehen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist de facto weiter Generalsekretärin der CDU. Die ist gar nicht Vorsitzende. Wie kommen Sie denn darauf? Ja. Weil sie natürlich die alte Parteipolitiker, der da rauskommt. Ich kann da nichts dafür. Ich kann ja verstehen, dass sie das ändern will. Aber de facto bestimmt Angela Merkel die Politik der CDU genauso wie der Bundesregierung. Und Frau Kramp-Karrenbauer hat das Problem, wenn sie da 2 Jahre lang weiter als Generalsekretärin nebenher läuft, wird es in der Union Leute geben, die sagen, nun hat sie sich die Hacken abgelaufen, dann gucken wir mal, ob wir nicht doch wen anders nehmen. Soll es ja auch Leute geben. Das verstehe ich alles. Nur bitte, wenn daraus die Konsequenz gezogen wird, wir möchten als Union parteipolitisch unsere Vorsitzenden in eine bessere Position bringen für den nächsten Bundestagswahlkampf. Das ist ja eine ganz nachvollziehbare, parteipolitisch, man kann auch sagen, parteipolitisch egoistische Position der Union, dann dürft ihr uns nicht vorwerfen, dass wir ab und zu neben dem ganzen Volk, neben dem großen ganzen Deutschland auch an die SPD denken. Und das hat die SPD getan und gesagt, wenn ihr wollt, versucht's. Wir hatten Vertrauen zu Merkel in einer sehr schwierigen Lage in Deutschland. Wenn ihr jetzt den Kanzler wechseln wollt, dann werdet ihr euch andere Mehrheiten suchen. Also das ist ja jetzt ein schöner Beweis, dass wir das beide mal ein bisschen herausgelockt. Dazu, dass es nicht sehr fair ist, Angela Merkel zur Frage zu stellen, wann machst du denn eigentlich den Weg frei? Sondern natürlich wir eine politische Konstellation haben, mit der sie umgehen muss, die ungewöhnlich ist. Nämlich einen in dieser Frage aus meiner Sicht nicht loyalen Koalitionspartner. Den gibt es in Deutschland selten. Jetzt gibt es ihn an der Stelle. Jetzt kann man darüber schimpfen, lamentieren, aber völlig wurscht. Es ist völlig egal, ob es den gibt. Nicht loyal? Es ist so. Ja, mein Verständnis ist, und das würde ich mal sagen, das wird in den meisten Bundesländern, inklusive Niedersachsen seinerseits, so hin. Ein Koalitionsvertrag enthält, der Ministerpräsident oder Bundeskanzler wird gewählt auf Vorschlag der Partei A oder B. Punkt. Das steht in dem Vertrag drin. Das steht nicht drin, ist Egon Meyer, Angela Merkel oder Sigmar Gabriel. Das steht übrigens auch in diesem Koalitionsvertrag so. Da steht auch der Name Angela Merkel nicht drin. Und insofern hat natürlich die Partei das Recht, so wie die SPD, glaube ich, 15 Minuten nach dem formalen Abschluss des Koalitionsvertrags mal gerade ihr Personal beim Vizekanzler ausgetauscht hat. Das ahnte irgendwie jeder, aber war irgendwie. Und die CDU gesagt hat, okay, sagt uns rechtzeitig den Namen, damit wir dem Bundespräsidenten die richtige Urkunde erbitten können. So, und diese Partei kommt jetzt und sagt auf der anderen Seite, das geht aber nicht, dass die CDU mal was diskutiert. Aber Angela Merkel muss damit umgehen. Und meine These ist, sie wird auch damit klug umgehen. Aber jetzt ihr die Frage zu stellen, kann die Frau nicht loslassen, ist mal für die Sekunde eine unfaire Frage. Was wird sie denn machen? Deshalb müssen wir jetzt gucken, wie das sich weiterentwickelt. Wird spannend bleiben. Den einen Satz muss ich noch sagen. Ich meine, das Angebot der SPD bei ihrer derzeitigen Umfragelage, mal einen Bundestag durchzuführen, muss natürlich auch dann erörtert werden von denen, die bei mir heute in der Partei was haben. Finde ich eine spannende Veranstaltung. Bin ich aber auch nicht so sicher, ob Frau Nahles gerade so vor Begeisterung die von ihr doch möglichen Tänze dabei aufführen wird. Also, es gibt da beide, die was zu bedenken haben an der Stelle. Ja, die Sorgen bei der Union dürften angesichts der Umfragelage bei den Abgeordneten der Union nicht gänzlich unterschiedlich sein wie bei den Abgeordneten bei uns. Trotzdem sage ich in aller Offenheit, das ist doch klar, dass in der damaligen Lage die Person Merkel das
der wesentliche Grund war, warum unsere Leute dann gesagt haben, okay. Ja, aber Sie haben ja eine Ausstiegsklausel im Vertrag auch drinnen. Sie haben gesagt, Sie gucken nach der Hälfte keine der Ausstiegsklausel drin. Was drin steht, evaluieren und schauen, ja, was weitergeht. Ich bin bekanntermaßen kein besonders großer Fan einer solchen Klausel gewesen, weil die so natürlich auch sofort, so ist ja auch passiert, als Sollbruchstelle gehandelt wurde. Da steht drin, zur Hälfte der Periode überprüfen wir, ob das eigentlich vernünftig ist, was wir da gemacht haben. Ja. Gut, kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Die ist aber damals nicht gemacht worden mit Blick auf denkbare Wechsel in Personen. Jetzt sage ich ganz einfach, ich frage Frau Merkel nicht, ob sie geht. Das machen Menschen in der Öffentlichkeit, das machen Menschen in der CDU. Ich verstehe, warum Frau Kramp-Karrenbauer über sowas nachdenkt. Aber das ist ehrlich gesagt jetzt nicht die Aufgabe der Sozialdemokraten, darüber nachzudenken, naja, wie die gesagt, CDU da hinkommt. Sie haben im Herbst des letzten Jahres haben Sie gesagt, es wird diese Wahlen geben. Europawahlen sind das eine. Dann wird man im Herbst die wichtigen Landtagswahlen im Osten. Sie haben prognostiziert, nach den Europawahlen wird Angela Merkel sowieso dann, also das wäre ja dann Anfang Juni, wird sie dann nicht mehr Kanzlerin werden. Ich glaube, dass in der Tat Angela Merkel zu den Politikern gehört, oder Politikerinnen, die sich den zweiten Schritt, der kommt, überlegen, bevor sie den ersten geht. Und das heißt in diesem Fall? Und das heißt, sie wird auch Vorstellungen über die Frage haben, wie mit einer solchen Lage, die der Roland Koch ja durchaus richtig beschrieben hat, umzugehen ist. Weil die beiden, die das mal anders gemacht haben, Kohl und Schröder, die Verfassung, wie soll ich das mal sagen, kreativ interpretiert haben, da hat das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben. Das geht nicht mehr, ein unechtes Misstrauensvotum. Von daher kann das sein, dass es entweder, dass ich mich irre und es geht doch bis 21. Mhm. Kann aber auch sein, dass in der Tat möglicherweise eine andere Regierung kommt und relativ bald zu Neuwahlen gekommen. Oder dass es in der Tat, wenn Frau Kramp-Karrenbauer den Eindruck hat, lieber jetzt gehe ich das Risiko ein einer Neuwahl, als dass ich gar nicht mehr Kandidatin werde, weil es in der CDU andere gibt, die mich vorher abräumen. Da kann es auch sein, dass man zu Wahlen kommt. In einer Sache bin ich allerdings dezidiert anderer Auffassung. Ich habe noch nie Angst vor Wahlen gehabt. Auch nicht bei Umfragen. Ich würde nie raten, auch meiner Partei nicht, auf die Umfrage zu gucken und daraus eine politische Strategie abzuleiten. Die kann nämlich morgen anders sein. Deswegen darin würden wir uns dann wiederum nicht unterscheiden. Angst vor Wählern, ich glaube, da haben wir beide auch eine gleiche Aussage. Angst vor Wählern haben wir aber gar nicht. Aber die Situation ist aber trotzdem eine andere. Herr Koch, es gibt die AfD. Es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, mit Schuld daran, dass es die AfD gibt, trägt eben Angela Merkel, weil sie eben das konservative Tableau aus der Partei abgeräumt hat, weil sie zu sozialdemokratisch war. Sie kennen zum Beispiel Herrn Gauland noch sehr gut aus Hessen. Ein dezidierter Kritiker der Kanzlerin, der sicherlich auf die Idee gekommen wäre, eine Partei zu gründen, wenn es nicht gegen die alternativlose Politik Angela Merkels gewesen wäre. Also wie viel Schuld trägt Angela Merkel daran, dass da eine Partei rechts von der CDU entstanden ist? Ja, ich glaube, dass jetzt Herrn Gauland und Frau Merkel wirklich ein falsches Verhältnis steckt. Der hat ja viele Jahre sich schon auf einem schwierigen Weg offenbar befunden. Ich will es aber gar nicht darauf reduzieren. Natürlich ist eine Veränderung in unserer Gesellschaft, die auch die CDU dazu gebracht hat, eine Reihe von gesellschaftlichen Veränderungen mitzubetreiben, auch eine Konsequenz, dass es gelegentlich den einen oder anderen gibt, der das nicht mittragen will. Da muss eine Partei auch mit umgehen können. Wir haben eine Schwierigkeit, das Thema Migration zu erklären in bestimmten Kreisen der Bevölkerung. Und die AfD hat davon profitiert, dass nachdem sie gerade in der Europafrage aus meiner Sicht eher niedergerungen war, also die Frage Euro, UKO und anderes war gerade dabei, dass sie am Verschwinden war, dass wir dieses Thema dort so in den gesellschaftlichen Mittelpunkt bekommen hat. Da muss man auch sagen, da hat die CDU, und das gilt jetzt nicht auch nur für Angela Merkel, auch sicher nicht immer 100% klug agiert. Aber es bleibt auch dabei, dass der Grundkonflikt, diese Aggression gegen Menschen, dieses undemokratische Denken, das da aufgekommen ist, da gibt es auch einen Punkt, den will die CDU nicht parteipolitisch beherrschen. Das sind auch Teile von Leuten, das sind ja die wenigsten AfD-Wähler, also und eine kleine Gruppe davon ist CDU-Wähler, eine andere Gruppe ist SPD-Wähler. Viele sind Nicht-Wähler, die sich da motiviert haben, bei der es man auch offen sagen muss, da gibt es keinen Wettbewerb drum in der Form, dass man sagt, die hätten wir lieber in der CDU. Das aber wir haben auch Wähler verloren, ja? Und Angela Merkel hat selbstverständlich, so wie Gerhard Schröder, auch mit Verantwortung. Angela Merkel hat unglaublich viel
viele Wähler für die CDU gewonnen. Sie hat auch Wähler für die CDU verloren. Und das Migrationsthema ist da sicher eine Bruchstelle. So, und das hat zu einer polarisierten Debatte geführt, wo Sigmar Gabriel sich einmal eingemischt hat mit diesem Wort, das Pack. Das ist Ihnen dann um die Ohren geflogen. Die Frage ist, ist das der Zustand, dem wir uns gewöhnen müssen? Das heißt also, wir haben die Polarisierung an den Rändern. Und das wird erstmal eine Weile so bleiben, sowohl verbal als auch in der politischen Auseinandersetzung. Das muss man natürlich sagen, da sind wir. Also mir gefällt insofern die Diskussion nicht, das jetzt auf Merkel oder Politik allein zu beschränken. Ich glaube, wir müssen einfach wissen, ob beide, die Tatsache, dass eine große Koalition eine so lange Zeit in Deutschland jetzt eigentlich die wahre Alternativlosigkeit ist. Nämlich die zwei konnten sich lange zusammenschließen und alles klappte. Inzwischen sind sie zusammen so klein, dass selbst das nicht mehr gut funktioniert. Wir haben den Menschen mit dieser Situation ein Stück die normale Alternative genommen. Einfach mit relativ kleinen Stellschrauben sozusagen die eine oder andere Seite mit einer Mehrheit zu versehen. Ich glaube, dass man das als Motivation, einfach dagegen zu gehen, sowohl auf der linken, aber auch ganz besonders jetzt auf der rechten Seite, dass man die nicht unterschätzen kann. Deshalb bin ich natürlich immer der Meinung, dass in einer demokratischen, schwierigen Situation diese beiden großen Parteien die Verantwortung übernehmen müssen, dass sie aber eigentlich nicht die natürlichen Regierungspartner sind. Ups, und dann am Ende wird dann und das ist, jetzt kann man es der SPD nicht vorwerfen und der CDU irgendwie auch nicht. Das ist ein bisschen die Verantwortung von Herrn Lindner, weil er an der falschen Stelle aus meiner Sicht davongelaufen ist. Da sind Sie sich Dass das so ist. Und dann hat der Bundespräsident eine Aufforderung ausgesprochen, die ich auch respektiere. Aber man muss wissen, das hat die Zahl der Stimmen für die AfD nicht verringert. Unabhängig davon, was man jetzt täglich an Politik richtig oder falsch macht. Polarisierung, ist das der Weg, den wir gerade auch in unserer Gesellschaft sehen werden? Wir sehen das in anderen Ländern, da passiert es tatsächlich in europäischen Ländern. Darf ich da nur noch mal einmal, weil ich mich nicht verstanden fühle, polarisieren? Es gibt zwei Arten von Polarisierung. Polarisierung zwischen SPD und CDU wäre gut, das könnte aber auch eine Polarisierung sein. Und der Verzicht dieser Polarisierung führt auf einmal zu einer anderen Polarisierung an den Rändern. So. Und deshalb muss man mit dem Wort ein bisschen, sage ich mal, vorsichtig sein. Sie meinen wahrscheinlich eher Radikalisierung. Radikalisierung, genau. Und ich meine, ich will noch mal klarstellen, zu wem habe ich gesagt, bei uns, das wörtliche Zitat lautet, glaube ich, bei uns zu Hause nennt man sowas Pack. Mhm. Das sind Leute gewesen, die aufgefordert haben, Ausländerheime abzufackeln. Mhm. Das sind Menschen, die zum Beispiel auch meine Familie bedroht haben und anderes mehr. Also wir reden hier nicht darüber, über den klassisch deutsch-nationalen, der in der AfD wahrscheinlich weitgehend die Mehrheit bildet. Die AfD hat auch Neonazis bei sich, aber sie ist in der Mehrheit eine deutsch-nationale Partei. Ich habe mal irgendwo geschrieben, natürlich gibt es in Deutschland das Recht, deutsch-national zu sein. Ich teile das nicht. Ich würde das politisch bekämpfen, aber das ist eine politische Position, die man im Rahmen unserer Verfassung einnehmen kann. Das Problem der AfD ist, dass sie etwas tut, was die alten Deutsch-Nationalen, die es in der CDU gab, nie getan hätten. Sie öffnen die Grenze zum Rechtsradikalismus. Jemand wie Dregger oder Strauß oder andere hätten niemals den Satz über ihre Lippen bekommen: Der Nationalsozialismus ist ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, wie das Gauland gesagt hat. Undenkbar. Undenkbar. Das sozusagen die klare Abgrenzung an der Stelle, das hat die AfD verändert. Da sind Dinge hof- und salonfähig geworden. Und ich glaube, dass das sozusagen der eigentliche Tabubruch ist. Wenn Sie mich fragen, ist das die Zukunft? Ich glaube, dass es jedenfalls in der Gesellschaft immer schwieriger werden wird, Verbindungen zueinander herzustellen. Das muss gar nicht immer in Radikalisierung enden. Es ist, glaube ich, heute gar nicht mehr so einfach zu sagen, was eigentlich Mehrheit in Deutschland, was Mehrheitswunsch. Wo ist die Mitte? Was ist die Mehrheit? Gibt es etwas, was alle wollen? Ja, genau. Gibt es etwas, wo alle sagen, darauf können wir uns verständigen? Wir sind sehr individualistisch geworden. Wir sind relativ gut dabei zu beschreiben, was jeder Einzelne von uns will. Wir sind nicht mehr ganz so gut zu sagen, was eigentlich für die Gesamtheit, die Gemeinschaft, das Gemeinwohl, wie immer Sie das nennen wollen. Und das macht mir eigentlich mehr Sorge. Vielleicht und hoffentlich werden wir die Radikalisierung überwinden. Aber ob wir es schaffen, wieder größere Konsense zu bauen, wie uns das in der Vergangenheit gelungen ist, da bin ich nicht so ganz sicher. Sie haben in einem Buch geschrieben, es gibt so eine Großwetterlage. Ja? Da ist Migrationspolitik dabei, da ist Wirtschaftspolitik dabei, da ist sozusagen das außenpolitische Umfeld mit aufgezählt. Und Sie sagen, eigentlich sind das die Zutaten zu einem perfekten Sturm. Glauben Sie, der steht uns in Deutschland bevor?
Ich glaube, dass wir mittendrin sind. Wir haben bei uns den Eindruck, es ist Windstille. Aber das ist immer so im Auge des Orkans. Das ist immer windstill. Mhm. Aber um uns herum, das merken wir doch, ist richtig was los. Wir merken, dass die, auf die wir in der Vergangenheit all unsere Sicherheit gebaut haben, die Amerikaner, dass die sich aus bestimmten Gründen, und zwar nicht erst seit Trump, sondern schon unter Obama, zurückziehen. Wir merken, da kommen Wettbewerber, die wir gar nicht kannten, wie China. Früher war die Exportstärke, war unsere eigentliche große Kraft. Jetzt ist es eine Achillesferse im Welthandel. Wir erleben, dass der Klimawandel die Welt stark verändert. Wir haben die Migrationsprobleme, die Digitalisierung stellt unsere Wertschöpfung auf den Kopf. Und das alles zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist vielleicht das Besondere. Ich frage mich manchmal, sind wir Menschen eigentlich dazu gemacht, so viel Veränderungen in einem Leben zu erleben? Früher war das irgendwie so, die Eltern oder die Großeltern sagten, wir verstehen die Welt nicht mehr. Und damit war die Welt der Kinder gemeint. Mhm. Und heute passieren die Änderungen nicht mehr im Takt der Generationen, sondern in einer Generation verändert sich ganz viel. Und die Frage ist, was können wir eigentlich schaffen, um Sicherheit im Wandel zu geben? Und zurzeit sind wir eigentlich alle nur dabei, irgendwie über den Wandel zu sprechen. Und die Menschen haben den Eindruck, jeden Tag dreht sich die Welt schneller. Aber was ist eigentlich das, was noch Sicherheit schafft? Ich zum Beispiel glaube, ich weiß gar nicht, ob Roland Koch vielleicht sogar der gleichen Meinung, ich glaube, dass zum Beispiel die Stärkung von Kommunen, von Städten und Gemeinden, Heimat schaffen, sicheren Grund da schaffen, wo Menschen leben, so im Sinne von gut geführte Gemeinden schaffen eine stärkere Gesellschaft, verwahrloste Kommunen schaffen verwahrloste Köpfe und Seelen. Also das könnte so einer der Anker sein. Aber mein Gefühl ist, wir müssen irgendwo auch Sicherheit schaffen. Und wenn wir es nicht im großen Ganzen hinbekommen, weil dazu internationale, dann regional anfangen, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verstehen. Ich würde nicht sagen, dass man aufhören muss, auch um das große Ganze zu ringen. Dafür ist Europa zum Beispiel wichtig. Ja. Ich verstehe gar nicht. Wir machen manchmal den Fehler, wir verlängern im Europawahlkampf die Innenpolitik nach Europa. Eigentlich geht es um was, ja, wir reden, das haben wir mindestens so in Deutschland gemacht, jetzt reden wir über den in Europa. Und so geht das meistens mit den Parteien. Eigentlich geht es um was anderes. Haben unsere Kinder in der Welt noch eine Stimme? Und das werden sie nur haben, wenn Europa zusammenhält. Eigentlich geht es um die Souveränität in der Welt. Sind Sie denn optimistisch, dass wir es hinkriegen? Ich bin sehr optimistisch, dass das gelingen kann. Aber dafür darf man Europa nicht zu klein machen. Mhm. Man darf nicht über, man muss Mut haben, sich auf risikoreiche Varianten auch einzulassen. Wir glauben oft immer, wir hätten die Wahl zwischen keinem Risiko und Risiko. Ich glaube, dass Sie zwischen unterschiedlichen Risiken abwägen müssen. Die Welt ist unbequemer geworden für uns und sie wird unbequemer bleiben. Haben Sie Angst um die nächste Generation, Ihre Kinder, die jetzt aufwachsen und in diese Zukunft gehen, die Herr Gabriel so beschreibt? Nein, ich habe keine Angst. Ich bin ein Optimist. Ich glaube, dass gerade in unseren Gesellschaften, in denen Leute mit ihren Ideen auch miteinander konkurrieren können, in dem nicht einer alles in die Krise fahren kann, sondern alle eine Chance der Beteiligung haben, dass wir alle Chancen auch für die Zukunft haben. Aber wenn wir über diese Chancen reden, dann müssen wir uns, und dann muss sich auch die Politik, da ist er aktiver als ich heute, man muss auch über die großen Bilder reden. Wir sind verseucht von Meinungsumfrageinstituten. Wir versuchen Entwicklungen immer zu linearisieren. Was heißt das? Das heißt, man sagt, was ist unter heutigen Bedingungen eine populäre Position? Unter heutigen Bedingungen, wie heute ich lese, ist sie gut. Das heißt, es gibt die alte Geschichte, also ganz altväterliche Geschichte, Konrad Adenauer, Westintegration, der damalige Regierungssprecher Felix von Eckart kommt und sagt, der Bundeskanzler, sind nur 30% dafür. Da hat Adenauer gesagt, da müssen halt noch viel arbeiten, Herr von Eckart. Dieser Gedanke, dass man eine Position, die nicht Mehrheit ist, als Mehrheit erkämpfen kann, was ich an Macron, ich teile nicht alles, was der denkt, aber was ich als eine unglaubliche Ermunterung empfunden habe, dass so etwas geht, in diese Debatte zurückzukehren, müsste man allen politischen Parteien raten, das auch meiner. Das geht jetzt nach draußen am Ende dieser Sendung tatsächlich, denn das ist der Schlusspunkt. Ich muss Ihnen trotzdem noch eine ganz kurze Frage stellen. Mit Ja und Nein sind die ganz leicht zu beantworten. Ist Angela Merkel am Ende des Jahres noch Kanzlerin? Das kann man nicht voraussagen heute. Also ein Jein. Ja, und das ist jetzt auch gut so. Warum sollen die Sozialdemokraten das so genau wissen? Ist denn Andrea Nahles am Ende des Jahres noch SPD-Vorsitzende? Ja. Sehen Sie, der kann das.
Ja, der ist ja auch in einer anderen Lage als CDU. Okay. Wir sind da ein bisschen weiter und, glaube ich, sind als CDU auch ganz froh, dass wir die Frage so beantworten können. Das finde ich übrigens eine interessante Formulierung, dass Sie bei der Frage, ob das so sicher ist, schon ein bisschen weiter sind als wir. Wir wissen schon, wie die Zukunft der nächsten Stufe aussieht. Das wissen Sie nicht, da haben Sie ja Angst vor. Zum Ende noch mal dicke. Ein bisschen Humor geht doch. Die Maulhelden sind nicht ganz ausgestorben. Vielen Dank für diese weite Tour d'Horizon. Vielen Dank, Roland Koch, dass Sie da waren. Sigmar Gabriel, wir sind leider am Ende dieser Sendung. Ich hätte gern weitergemacht. Hier sind wir zu Ende. Das Nachtmagazin kommt mit Kirsten Gerhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend im Ersten.